Aber so wie ich dich kenne, bestell später eine Pizza. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich mir auch einfach ein paar Baguettes im Ofen oder so. Oder mal gucken. Oder ein paar Nudeln. Aber Nudeln essen im Stream ist auch immer so ekelhaft. Ich will ja im Stream eigentlich nicht essen. Das ist immer so unhöflich, finde ich. So. La 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 la. Sascha bestellt immer. Das ist doch gelogen. Das ist doch glattweg gelogen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, wer hat, der hat, ne? Sagt man ja. So. So, dann reisen wir eben zum, mit dem Teleporter zu unserer Base, weil wir haben ja die Sachen, die wir brauchen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Guten Hunger. Und jetzt sei still. Ja, ist immer das Essensthema. Immer. Quatsch ist ruhig im Stream. Nein. Nee, ich möchte... ich möchte das nicht... Von meinem eigenen Bildschirm sogar angespuckt. Ich habe auch Hunger. Ich auch. Jetzt schon. Ja gut, ich sollte vielleicht mal gleich mal so langsam Abendbrot essen. Wie baut man einen Teleporter? Die Teleporter sind von vornherein da. Die Teleporter brauchst du nicht bauen. So. Ich zeige dir auch, wie du die findest. Also in der Raumstation im Weltall ist immer ein Teleporter, der dich dann immer zurück zu deiner Base bringt. Ne? So. Und quasi, wenn du dann eine bewohnbare Basis findest, dann sieht die so aus. Die bewohnbare Basis, ja? Dann kannst du da reingehen. Und in dieser bewohnbaren Basis hast du dann hier so ein Terminal. Und dann sagt er dir, ja, kann bewohnbar gemacht werden, bla bla bla. Und dann gehört die dir. So, und hier ist dann der Teleporter, ne? Mit dem kannst du dann halt, kannst du dann reisen. Ach, guck mal, ich kann hier sogar... Ach, wie geil, ich kann sogar hier zurückreisen. Das wusste ich gar nicht. Guck mal, sehe ich auch zum ersten Mal. Man kann dann sogar zu den Stationen zurückreisen, wo man gewesen ist. Ne, die Teleporter, die auf den Raumstationen waren. Weil die sind immer vorhanden. So, ich habe nur was gefrühstückt. Und wenn es so weitergeht, was? Verstehst du mich nicht mehr? Wenn wir geht, was? Wenn wir GTA spielen, ach so. So, und dann kannst du hier anfangen zu bauen. Der Baumodus ist mit dem Digipad nach oben. Und dann fängst du hier an. Dann kannst du hier zum Beispiel hier so anfangen anzuknüpfen. Hier so Sachen. Hier so Gänge und so. Kannst du so durchblättern. Kannst auch drehen dann. Und so. Na? Aber wie gesagt, das erklärt sich dann alles auch so ein bisschen von selbst. Dann ist die freie Raumgestaltung, ist da keine Grenzen gesetzt. Du hast halt hier, siehst du diesen Leuchtstrahl drumherum, diese Kuppel da hinten, die hier um das Feld geht, das ist so dein Baugebiet. Da darfst du überall bauen. Gibt es die auf jedem Planeten? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe bisher nicht auf jedem Planeten eine gesehen. Kann mich aber auch irren. Ich weiß es nicht. So. Und holst du dir Resident Evil 7? Wenn ja, normal oder spielst du es in VR? Hier oben, guck mal hier. Hier oben in der Ecke in meiner Kamera. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da steht gerade die Collectors Edition. Da habe ich heute schon ein Unboxing-Video zu gemacht. Ich habe die Collectors Edition mir bestellt. Ich werde es übrigens dann mit diesem schönen Ding hier spielen. Mit dieser Resident Evil 7 4D-Kerze. Ich habe übrigens zwei davon, habe ich schon gesagt. Hier habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe zwei davon. Und ja, ich habe es wie gesagt schon hier. Ich werde es in VR spielen im Stream. Und wahrscheinlich dann auch nochmal in normal, damit ich das dann als Let's Play vielleicht dann nochmal aufnehme. Muss ich ja mal gucken, weiß ich noch nicht. Weil ich kann VR nicht aufnehmen. Zumindest momentan noch nicht. So, wer braucht denn das nochmal jetzt, das Zeug? War das? Ach ja, er war das hier, ne? Ja, 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 mein Freund. So. War das er, der das brauchte? Du Arsch! Okay, bin mal eben auf YouTube schauen. Schau mir das mal an. Ich habe das noch nicht hochgeladen. Ich habe das heute vorm Stream erst aufgenommen. Das ist noch nicht fertig. Das habe ich noch nicht, habe ich noch nicht hochgeladen. Das mache ich dann wahrscheinlich heute, ja, wahrscheinlich eher morgen. Ach so. Na, was? Eine eisenfreie Platte? Platten aus eisenfreiem Metall sind stabil, leicht und biegsam. Nicht magnetisch und extrem widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion. Oh, dann nicht. Ja, wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich morgen. Ich weiß noch nicht, ob morgen Stream gibt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht. So. Aber ja, heute so lange machen. So, was wollte er von uns hier? Achso, er wollte Dings, ne? Eine Schaltplatten.
Ach, Schallplatten, die brauche ich ja erstmal. Boah, wo kriege ich die denn her, die Schallplatten? Erstmal gucken. Fragen. So, die Aufgabe, die du mir gestellt hast, kommt meinen toxemanischen Untersuchungen in die Quere. Ich zeichne dir Pläne für die Schallplatte auf. Aha, die du brauchst. Aber du musst eine Probe Beulengift für die Sammlung beschaffen. Neben anderen Pflanzen kannst du es von Blutwurzeln erlernen. Hab ich doch hier oben. Ich habe doch schon mein Biom oder Biotom hier oben in der zweiten Etage. Das kann ich doch jetzt abbauen, oder? Nein! Oh Gott, ich dachte jetzt schon... Ich dachte, das wäre jetzt, Ach, das wächst immer wieder nach. Das ist ja geil. Cool. Eine Schall... Was? Schallplatten. Genau, ein Schallplattenladen. Friede. Peace, Bruder. So. Dann geben wir dem mal ein bisschen Beulen. Dann gibt er mir die Schallplatte und dann kriegen wir wieder einen neuen Bauplan von unserem Kollegen. Ja, mach fertig. Ja. Der sieht aus, als ob der so eine Oculus Rift Brille auf hat, ne, der Typ. Danke, du hältst mich vielleicht für exzentrisch, aber man kann viel aus der ökologischen... Eine Schaltplatte. Was brauchen wir dafür? Eisenfreie Platte und Kupferdraht. Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine eisenfreie Platte, was brauchen wir? Ich werde erstmal ein bisschen was einlagern gehen, warte mal. Alter, wie geil das ist! Wie geil dieses Spiel jetzt ist mit diesem ganzen, dass du jetzt erstmal Platz schaffen musst und so wieder. Boah, das ist ja so cool. So, Lagersystem. Kann ich hier, warte mal, genau, das kann ich noch hier reinpacken. Das kann auch mal hier rein. Ist auch so, so extra. Wo ist denn das Beulengift? Das habe ich nämlich auch schon gesammelt. Der sieht aus wie Daft Punk. Ja, auch. Genau, stimmt. Daft Punk. I want to not to get lucky. I want to not to get lucky. Ja. Kanensium kann hier mal mit rein. Was haben wir noch? Gold? Haben wir Gold irgendwie gesammelt? Nein, wir haben... Kanensium kann da auch mit rein. Eisen. Ja, komm. Obwohl... Ja, komm. So. Emeril. Hier Iridium. Titan, Zink. Wir haben irgendwo Zink hier, das weiß ich. Warte mal. Mist, man müsste die Lagerplätze noch benennen können. Das wäre noch ganz geil. Kohlestoff, guck mal an. Ja. One more time. Voll geiles Lied. Ich feiere es immer, wenn das kommt. One more time. So, Zink, guck mal an. Kohlestoff. Da müssen wir mal irgendwie gucken, was... Ach, guck mal, hier haben wir auch noch... Guck mal, Antimaterie. Können wir sogar noch eine Energiezelle bauen. Eiweißperle haben wir ja auch. Eine Eiweißperle. So, Tamium. Haben wir Tamium gesammelt? Nee, aber Plutonium. Guck mal, Plutonium können wir auch mal hier reinpacken. Wir brauchen ein bisschen was für ein Schiff. Deswegen lasse ich mal 250 hier. Kohlenstoff brauchen wir auch ein bisschen. Und hier ein Gragra. Ich habe keine Ahnung. Ein Gragra bringt, glaube ich, Units. Haben wir noch irgendwo Platz, wo wir den Gragra reinpacken können? PS4. Was? PD4 an und schau nach einer Basis. Ach so. Ja. Kannst du machen. Warte mal, haben wir noch irgendwo Platz hier? Kein Platz mehr irgendwo im Lager? Warte mal, habe ich schon... Warte mal, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stimmt, 10 Stück haben wir schon. Verdammt, das ist echt wenig, 10 Plätze sind echt mager, ey. Wo war denn hier, war nicht auch irgendwo ein Platz frei oder so? Ach komm, dieser scheiß Graf, ne, den können wir auch hier... Kackwasser drauf, oder hier den Energiekanister. Können wir immer wieder bauen, das ist jetzt nicht so... Das ist jetzt nicht so wichtig. Antrium und Iridium, das können wir noch irgendwo einlagern. Das habe ich auch gerade gesehen. Dann sind wir das nämlich auch los. Hier, einmal hier. Und Iridium müssen wir noch irgendwo loswerden. Ey, keine Links posten. Keine Links posten hier. Herr Plankton. Keine Links hier anfangen zu posten. Zumindest nicht für andere YouTube-Videos. Dann gibt's was auf den Finger. So.
Wo ist denn Iridium? Bin ich blind? Das könnten sie auch ein bisschen besser lösen hier mit dem Lagersystem. Wenn du die Lagersysteme alle miteinander verknüpfst und dann einfach nur einmal auf den Knopf drückst und siehst dein ganzes Lager in der Übersicht. Hä, hatte ich nicht irgendwo Iridium? Ich hatte doch irgendwo Iridium gehabt, oder bin ich jetzt blind? Hier ist Eisen drin? Komm, dann packen wir es hier rein, ist ja egal. Komm, ist ja scheißegal. So, was brauchen wir denn für, jetzt gucken wir mal. Wir müssen eine... Wo ist sie denn? Da. Was habe ich gesagt? Gut, dass wir Kandensium gesammelt haben und Antrium haben. Okay, anpinnen. Hab ich jetzt... Anpinnen. Nee, warte mal. Abpinnen? Habe ich jetzt angepinnt? Jetzt die Frage, wo habe ich es hingetan? 50 von beiden brauchen wir. So. Da, 50 brauchen wir. Ich nehme mal die 250 mit. La 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 la. Jetzt kommt wieder die große Suche. Nicht mal für Musik von Vevo? Okay, wollte nur etwas Musik in die Sache bringen. Nein. Das ist Werbung für andere YouTube-Videos. Schäm dich. Das hat mit Musik nichts zu tun. Da bin ich streng. Ja, da bin ich sehr streng, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wir brauchen... Was brauchen wir? Rigurken! Wo kriegen wir den Rigurken her? Ach du heiliger Strohsack, wo kriegen wir den Rigurken her? Irgendwas? Ungenügende Elementenressourcen. Ja, ja, ja. Anpinnen. Oh Gott, wo kriegen wir denn Rigurken her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu viel Lagersysteme gebaut. Nee, ich brauche die ja alle. Das hat ja damit nichts zu tun. Das Problem ist, du brauchst die ja Lagersysteme ja alle. Weil ich will ja ein bisschen horten auch. Dann brauche ich nicht immer wieder von Planet zu Planet reisen. Aber wenn ich alles zu Hause habe... Rigurken, wo kriege ich denn Rigurken her? Wenn mir das mal einer sagen würde... Oh Gott, jetzt mal einfach gucken. Was haben die anderen denn zu melden hier? Was hat er denn hier noch zu sagen? Mal gucken. Achso, der braucht immer noch die Schallplatte. Ja, die Elvis-Schallplatte. Was war er? Was brauchte er hier? Ah, der Kristall Himmels... Würzblüten können zu Glas höchster Güte verarbeitet werden. Baue ein Wegpunktsignal für unsere Feldforschung. Und ich zeichne dir Baupläne, wenn du dich verirrst. Wie geil. Ich habe ein Signal gebaut und errichtet. Wir können Glas bauen. Wir können Glas bauen. Ja, wir können endlich bald Fenster bauen. Ich feiere das gerade voll. Wir können bald Fenster bauen. Man kann viel sparsamer reisen. Ja. Ist mir egal, ich mag das aber so gerade. Was mit der synthetischen Polyfaser wird dich mit starken, lebendigen Kabeln für alle meine Bedürfnisse versorgen. Allerdings habe ich in den Prototypenphasen meine ganzen Kupferdraht verbraucht. Hast du welche, damit ich Vorräte auffüllen kann? Kupferdraht, toll. Der braucht auch Kupferdraht, der Penner. Ich brauche selber Kupferdraht. So, was ist mit ihm hier? Ja, ich werde dich aufessen, wenn ich fertig bin. Ich habe ein Gefahrguthandschuh. Hier eine Probe von Samen Gravitationskugel. Was? Gravitationskugel. Eine mittelgroße, anbaufähige Kristallkugel, die einen gelegentlichen Erntehaus außerordentlichen... Ah, wie geil. Was brauchen wir denn dafür? Warte mal. Wo ist denn das? Wo stelle ich denn das nochmal her?
Ach nee, das muss ich ja. Ach, das ist ja ein Rezept, ne? Für Dings. Für die Pflanzenwirtschaft da oben, ne? Das können wir bauen. Dazu brauche ich aber erstmal so einen Kasten. Eisen und Zink brauchen wir dafür. Machen wir mal zwei solche Kästen. Eisen war, glaube ich, in der Mitte, ne? Gucken wir mal. Eisen. Jawohl. Ah, jetzt kann ich das Eisen wieder mitnehmen, komischerweise. Das ging ja gestern irgendwie nicht. So. Und Zink nehmen wir auch mit. So. So. Boah, ich will überall Fenster reinmachen. So geil. Was, das Signal nennt sich eingehendes Signal entdeckt und da soll ich hin? Weiß ich nicht. Kannst du hin, musst du nicht. Bleibt dir überlassen. Das, also wenn du wirklich diese Dings suchst, die, wenn du, die Basen suchst, dann musst du wirklich, na sag mal schnell, dann musst du, bewohnbare Basis, heißt es. Zeigt er dir dann auch an. So. Achso, Tamium und Andrium brauchen wir jetzt. So, das heißt, erstmal wieder zurück. La 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 la. Tamium. Und Atrium. Oder Andrium. So, da gucken wir mal, wo haben wir es denn? Andrium. Nehmen wir mit. Eisen können wir wieder zurücklegen, brauchen wir ja nicht mehr. War das hier? Ja, hier. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Tamium. Habe ich noch Tamium irgendwo hier rumfliegen? Oh Gott. Wo ist Tamium? Da ist noch mehr Eisen. Tamium, ja, juhu. Nehmen wir da nochmal mit. So, Zink kann ich auch nochmal zurücklegen. Warte mal, war das hier oben Zink? Ich muss es mal ein bisschen sortierter machen hier alles. Das ist mir alles noch zu unsortiert. Da muss ich mir einen Tag in Angriff nehmen. Ich schmeiße das jetzt alles nur einfach so rein. So. Dann gucken wir mal. Voll geil. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und die wachsen und wachsen und die wachsen auch schon wieder. Boah, wie geil. Voll die Ernte hier. So cool. So, okay, und dann können wir Glas bauen, wenn wir... Was war das gewesen? Chrysonit finden? Oder wie hieß das jetzt nochmal? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Produkt herstellen. Glas. Kryzar, warte mal. Kryzar, das habe ich doch... Das hatte ich doch schon mal irgendwo gefunden gehabt. Es kann sogar sein, dass wir das sogar bei uns auf dem Planeten haben irgendwo. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Na, ob das so legal ist, was du da anbaust? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich baue Pflanzen an. So, ich pack mal eben die ganzen Klamotten ins Lagersystem. Und wir müssen ja noch für den, für unseren Techniker da, müssen wir auch noch wieder was finden. Wie war denn das nochmal? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Hey, wo war denn das jetzt? War das hier oben? Ach komm, nee, warte mal, das war hier hinten, ne? Oder? War das hier? Ah ja, hier ist Kupferdraht, brauchen wir auch noch. Oh Gott. Die Platte haben wir wenigstens schon mal. So. Ich werde die Platte mal, pass mal auf, damit wir die nicht verlieren, falls wir mal irgendwie drauf gehen sollten oder so, werde ich die Platte schon mal hier reinpacken, dann haben wir die schon mal. Tja, wir brauchen noch diesen Kupferdraht. Rigogen. Wo kriegen wir denn bitte Rigogen her? Ich frage mich, wo wir Rigogen herkriegen. Ich würde gerne eine Höhlentour wieder machen. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen fündig werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier finden. Aber man kann ja mal, schauen. Antrium. Joa. Was wir haben, haben wir, ne? Das eine war so komisch blau am Leuchten. Vielleicht ist das ja hier zu finden. Was ist das denn hier? Das leuchtet ja also so komisch blau. Nicht, dass sie irgendwie... Ne, es ist Eisen, ne? Guck mal eben, ob ich das irgendwie... Okay, jetzt leuchtet nicht mehr blau. Tja, die Frage ist, wo kriegen wir die Klamotten her? Ich muss mal gucken, dass ich den nächsten Mal... Oh, Pizza nehme. Dass ich demnächst mal mir hier auf dem rechten Bildschirm hier, wo ich auch den Stream-Overlay habe, dass ich da mal gucke, dass ich da mal mir irgendwie so ein Rezeptbuch aufmache, aufschlage, aus dem Internet von No Man's Sky, wo da alles dann drin steht, was ich dann halt, ja, so farmen kann alles. Was ist denn? Ach, das sind die Eiweißdinger, ne? Eiweiß! Ja, die Eiweißperlen, wo ich ganz genau weiß, dass der Wächter gleich kommt. Ciao! Wo ist er denn? Ach, die sind über mir. Guck mal hier, du Penner. Alter, was? Ciao. Hör auf, lass das. Aua. So, ich weiß, wir wollten das gar nicht farmen. Wir brauchen nämlich immer noch dieses, na, wie heißt es denn jetzt nochmal? Können wir mich mal so langsam in Ruhe lassen, die Wächter? Lalalala. So, hier. So, das nehmen wir alle mit.